Dieses Troll-Level hier habe ich tatsächlich in Briefform bekommen. Und das Level hat es wirklich in sich. Von absolut asozialen Sprüngen bis hin zu der Aufgabe, dass wir 9 Münzen in diesem Level einsammeln sollen, wo aber an jeder Ecke, Real Talk, an jeder Ecke ein Softlock auf uns gewartet hat. Yay! Und das ist eins von 5 Community-Leveln, die wir heute spielen werden. Viel Spaß! Es ist schon wieder einige Wochen her, wenn nicht sogar Monate, seitdem wir Community-Level gespielt haben. Und das erste Community-Level, was ich mir aus den Kommentaren rausgezogen habe, ist von Lelochen. Lelochen. Wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Oder auf YouTube, Shadow the Hyrule-Fluch. Und zwar hat er geschrieben, hi David, könntest du eines meiner Level mal spielen? Wäre echt cool, ist ein Easy-Level. Und hier sind wir angekommen, Easy Jump, not Trolls. Von daher, gucken wir einfach mal rein. Der aktuelle Rekord ist von Mr. 27 mit 30 Sekunden. Klassisch, kurz und knackig. Von daher starten wir erstmal ganz entspannt in den heutigen Part hinein, weil ich habe heute wieder einige Level habe, die ziemlich brutal aussehen. Wollte ich nur mal so sagen. Vor allem Community-Level machen immer sehr viel Spaß, weil die Aufnahmen immer so 2 bis 3 Stunden gehen. Weil immer solche Banger-Level dabei sind. Also Banger ist natürlich relativ. Ich werde sowas von safe nicht an diesem Block daran springen. Und ich sehe hier eine Röhre. Ja. So schnell kann man auf jeden Fall ein Level mehr oder weniger durchblicken. Okay, wir haben jetzt mal auch ganz kurz abgecheckt, ob hier nochmal eine Röhre wäre. Röhre, sage ich schon. Beziehungsweise Trollblocks meine ich natürlich. So, die können überall lauern. Okay. Naja, es sind ja einige Challenges hier drin und wir müssen einzig und allein auf die Peace Ridge springen. Guck mal, bevor ich jetzt ganz blöd in diese erste Röhre reingehe, checken wir erstmal die hintere aus. Hey! Okay, die Mittelflagge. Ich hoffe, dass sie... Nein, verdammt. Mittelflagge auch wirklich was bringt. Das wäre ganz cool, denke ich mal. Okay, wir hatten am Anfang den einen oder anderen Troll. Das muss nicht unbedingt ein Troll sein. Ja, indem man einfach die Ranke hochklettert. Die Frage ist natürlich, was für einen Zweck das dann hat, dass wir den P-Switch aktiviert haben, weil der hat original gar keinen Sinn gemacht. Ah! Wow. Okay, da haben wir's. Erstes Level absolviert. Wir haben sogar am Ende noch ein sehr, sehr knackiges Thanks. Und ich bedanke mich für dieses Level. Es war cool. Also es war easy. Sind wir einmal verreckt? Nee, doch. Vorne das Goldfischgehirn. Es schlägt wieder zu. Es war aber alles in allem auf jeden Fall ein cooles Level. Kurz, knackig, klassisch. Kann ich auf jeden Fall so weitergeben. Wenn ich im Ganzen eine Punktzahl geben würde. Gute 4 von 5 Wasserflaschen. Ja, das würde ich schon verteilen. An diesen heißen Tagen gerade. Als nächstes Level haben wir eins von Shadow. The Final Castle. This Final Castle is tricky. Try using things to build Peffy. Good luck. Okay, naja, gehen wir mal rein. Also Shadow hat in den Kommentaren hoch angepriesen, dass es immer noch ein 0% Level ist. Hat bisher keiner geschafft. Mal gucken, ob wir die Ersten sind. Besiege alle Bowsers. Oder besiege alle Bowser. Ein Bowser. Und erreiche das Ziel. Okay, warte mal. Müssen wir uns einfach einen Weg raussuchen? 2, 3 Röhren, 4 Röhren. Okay, es gibt 4 Röhren. Wir gehen mal den hinteren Weg, weil der sieht relativ freundlich aus, sage ich mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Okay. Naja, wenn wir nur Bowser besiegen müssen, klingt ja im ersten Moment eigentlich relativ human, nicht wahr? Also. Hey! Was geht denn bei dir, lieber Twombity-Twomb-Twomb? Vor allem ist das gesamte Level... Ja, das war so dämlich. Mit einem Herzschlag? Okay, ein Glück war hier kein Eis auf dem Boden. Das wäre böse geendet. Oder kann man sich einen von 4 Wegen raussuchen und dann ist das Level quasi vorbei. Moment mal, hä? Okay, warte mal, du brauchst definitiv eine Feuerblume. Aber wo zum heiligen Bimbanios bekommt man hier so random eine Feuerblume her? Das ergibt gar keinen Sinn. Moment mal. Okay, also ich glaube, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal aufgeben bzw. sterben. Vielleicht probieren wir erstmal einen anderen Weg aus. Aber ich glaube, so oder so braucht man eventuell den Pilz, um dann dort irgendwo eine Feuerblume zu triggern eventuell. Guck mal, hier auch schon wieder. Irgendein P-Switch, der benötigt wird. Aber du brauchst ihn nicht unbedingt, ne? Oder? Ah, doch, wegen dem Winkel da oben. Shit. Okay, wo bekommen wir diesen P-Switch her? Man muss wirklich sagen, das Level ist ziemlich ruhig. Nur ein Herzschlag, mehr nicht. Das war's. Naja, Freunde, das ist mein Herzschlag, wenn ich euch sehe. So auf ganz, ganz süßer Basis. Kann es sein, dass wir uns den falschen Weg rausgesucht haben? Ich glaube schon fast ja. Oder wir haben hier versteckte Blöcke. Versteckte Blöcke wären hardcore asozial, aber wir lernen schon mal so ein bisschen was über dieses Level. Dementsprechend mein Vorschlag, gehen wir... Warte mal. Vielleicht erstmal die anderen Wege entlang. Wer weiß. Naja, okay. Hier wurden wir auch nicht fündig. Von daher
Grüne Röhre. Was bringt uns die grüne Röhre? Zwei Röhren nur noch, die wir zur Auswahl haben. Müssen wir echt durch alle gehen? Ja, nein, vielleicht. Okay, ist es ein Lava-Jump? Oh nein, das war so dämlich. Okay. Alter, ich habe keine Ahnung. Guck mal, wir sind so gut wie alle Wege abgegangen, aber so einen richtigen Progress haben wir aktuell noch nicht. Okay, auf geht's, gelbe Röhre. Du musst richtig sein. Du musst uns in irgendeiner Form voranbringen. Auch hier wieder. Ah, da ist die Feuerblume. Okay, okay, ich glaube, wir müssen in der richtigen Reihenfolge alle Röhren langgehen. Kann das sein? Oh je, Mene. Okay, ein Glück. Wir haben die erste Feuerblume erhalten. Der Hase läuft, glaube ich zumindest, und können dementsprechend einmal hier lang. Notfalls ist dort auch nochmal eine Feuerblume. Man weiß ja nie, was so passiert, ne? Aber das ist richtig, richtig gut, dass wir die gefunden haben, denn jetzt können wir auf jeden Fall durch die hintere Röhre durch. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir die Feuerblume nicht verlieren. Aber das ist machbar. Ich meine, hier sind nur ein paar Twomps im Weg. Kein Problem. Das ist wirklich absolut kein Problem. Badabam. Oh nein, das ist doch ein Problem. Es ist gar nicht mal so einfach, hier jetzt als großer Mario durchzukommen. Wobei, komm mal runter. Danke. Ah, es war doch machbar. Vorsichtig. Also ich verstehe langsam diesen Herzschlag, weil einige Sprünge sind schon sehr unangenehm. Nein! Nein! Muss ich alles nochmal machen? Och, Junge, wir starten das Level nochmal neu. Okay, let's go. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Junge, 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 Junge. Jetzt bloß nicht bei den Manschern verkacken. Und we made it. Weiterer Weg, aber was... Das hat uns nichts gebracht. Warte mal, warte mal, warte mal. Es hat uns doch irgendwas gebracht. Natürlich, dass wir den P-Switch jetzt mitnehmen können, ich Vollidiot. Aber der Bree muss jetzt abhauen. Oh, oh, wir sind klein. Ich darf bloß... Oh, nein! Ah, ich verstehe jetzt dieses Level. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen und mit dem P-Switch können wir in die erste Röhre reingehen. Junge, das wird so eine lange Geburt werden. Okay, so, lieber Bowser aus der Mann, Bowser. Nein, 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 nein. Bloß nicht verrecken wegen Bowser. Kann ich so spinnen? Natürlich kann ich so nicht spinnen. Das war ja irgendwie klar, dass das so ist. Ich hoffe nur, dass der riesige Twomp aus der Ferne jetzt irgendwie weg ist. Ich habe ein bisschen Angst vor den Feuerbällen von Bowser, bin ich ehrlich. Ich glaube, der riesige Twomp ist wirklich irgendwo weg. Oh, Jemine. Boah, jetzt noch so ein Pilz, das wäre echt der Burner. Wie die Feuerbälle von Bowser. Aber der Trump ist wirklich weg. Geil. Okay, jetzt haben wir den P-Switch für die erste Röhre, müsste es gewesen sein. Dann können wir nach oben und bloß nicht verrecken, Mario. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum das ein 0%-Level ist. Definitiv. Okay, let's go. Bloß nicht verkacken. Auf dem Weg nach oben. Okay, warte mal, da ist irgendwas drin. Ein Joshua! Warte mal, der Joshua ist dafür da, dass wir ihn wahrscheinlich opfern können, oder? Okay, ich verstehe. Also ich hoffe, dass ich zumindest verstehe. Wenn nicht, haben wir jetzt ein dickes Problem. Alright. Eine Mittelflagge wäre auf jeden Fall auch gleich cool. Cool wie ein Kühlschrank im Sommer. Hier oben ist aber nichts, oder? Nope. Joshua, bitte verschwinde nicht. Geil. Ja, wir müssen den Safe opfern, oder? Boah, ich habe so Schiss, dass ich diesen Sprung verkacke. Joshua, es tut mir so leid. Oh, Junge, ich habe sogar unten in der Lava noch die Dings nach oben gesehen. Okay, was passiert hier? Warum ist das passiert? Warte mal, warum ist das passiert? Jetzt, ich muss zurück, ne? Kann es sein, dass wegen diesem Ding da oben, wegen dem Schalter jetzt die Turmkanone weg ist? So ganz rechts hier? Kann das sein? Ja, 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 tatsächlich. Okay, nicht mehr viel. Es gibt keine gottverdammte Mittel. Okay, alles gut, eine Feuerblume. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr strong. Alles andere hätte mich auch tierisch wütend gemacht, bin ich ehrlich. Komm schon, gib auf! Ja, so macht man das doch, nicht wahr? Und jetzt bloß nicht verrecken, weil am Ende kommt nochmal ein Twomp. Okay, alles gut. Ja, wir haben's. Okay, wir haben's. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, das war ein Level, das hat sich ein bisschen gezogen, würde ich mal so behaupten, ne? Geil! Woo! Okay, ciao, Twomp am Ende. Ey, das war vom Ding her ein sehr, sehr cooles Level, weil jeder Raum abhängig vom anderen gewesen ist und dementsprechend, real talk, das, was ich jetzt sage, müsst ihr nicht verstehen. Ich gebe diesem Level aber 5 Holzfäller-Äxte von 5 Stück, weil das war cool. Das Level hat mir sehr gefallen, also... Toll ist auf jeden Fall da. Als nächstes haben wir ein Level von Paul.
Und zwar Mireo. My first level heißt es. Es soll gar nicht mal so schwer sein. Er hat gesagt, yo, vielleicht knackst du es. Es hat eine Abschlussrate von 2% und es geht. Das ist gar nicht mal so gering. Okay. Warum genau ist es passiert? Achso, lol. Einfach rüberjumpen. Vielleicht knack ich dieses Level. Okay. Kein Problem. Das bekommen wir hin. Das bekommen wir hin. Also mit genügend Anlauf jumpen war hier River. Solche Jump-Challenges kennt man ja schon. Aber was dann? Ah, warte. Oh. Ich check, was zu tun ist. Ja, okay, das ist eine coole Challenge. Warte mal, wir jumpen rüber und müssen auf jeden Fall dich mitnehmen. Ah, da muss man im richtigen Augenblick rüberwerfen. Das ist gar nicht mal so einfach. Also Real Talk, das ist schon knackig. Wie der Brutzler. Und zack. Ja. Boah, das war strong. Oh Mann. Ich will nicht sagen, dass es ein Blind Level ist. Nein. Warte, das war voll in Ordnung. Das geht. Also lieber Cooper, einmal drauf auf dich. Zack, auf den Blooper, was irgendwie gar nicht mal so gut funktioniert, weil man wahrscheinlich exakt aus seinen Kopf springen muss. Zack, bam, zack. Und Waterwang, es klappt mehr oder weniger. Vorsicht vor diesen Viechern. Oh nein! Digi Wood! Du musst am Ende einfach einen freaking Shelljump machen. In der Luft! How? Okay, da bin ich jetzt unsicher, wie ich das am besten meistere. Weil ich muss immer... Ja, es war dämlich, ein bisschen nachdenken, wie man das am besten macht. Nein! Oh, als ob man es nicht so rüber schafft. Oh, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich probiere es trotzdem mal. Weil das ist ein ziemlich gemeiner Shelljump, muss ich jetzt sagen, am Ende. Das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit an diesem Level. Nein, man schafft es so. Okay, da habe ich mich getäuscht. Man schafft es tatsächlich so. Geile Meile. Also, ich glaube... Vielleicht wollte Paul da einen Shelljump am Ende hinmachen, aber er hat es ein bisschen zu niedrig gebaut. Es hat aber so funktioniert und wir haben sogar den freaking Rekord. Malaka! Ich würde sagen, das läuft. Auf geht's ins nächste Level. Wir haben hier ein Level, das heißt für Hübi und die Beschreibung ist für David. Also für uns beide von Sebi15. Und das Besondere an diesem Level ist, es wurde mir per Post zugesendet, beziehungsweise... Was heißt per Post? Es wurde mir auf Utopia gegeben. Und in diesem Brief steht drin, Moin David, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich habe den Level gebaut und es hochgeladen. Es ist ein Troll-Level. Würdest du es spielen und ein YouTube-Video machen? Es würde mich sehr freuen. Und da das wirklich sehr kreativ gewesen ist, habe ich gesagt, komm, werde ich spielen. Und tatsächlich soll dieses Level gar nicht mal so einfach sein. Und von daher gucken wir uns das doch einfach mal gemeinsam an. Wie gesagt, Troll-Level... Mal schauen, sammle mindestens 9 Münzen und erreiche das Ziel. Wir geben uns Mühe. Here we go. Okay, es beginnt schon mal gut. Okay, der Pfeil am Anfang, der nach links zeigt, zeigt uns aber schon mal, dass wir hier nach links müssen, ne? Okay. Gut, Okay, ganz nach links und instant nach rechts. Zack, und jetzt die... Ah, warte mal. Guck mal, der Pfeil ist ein Trampolin. Warum ist hier ein Trampolin? Warum ist hier ein Trampolin? Müssen wir das mitnehmen? Ich glaube, ja. Ganz sinnvoll, das mitzunehmen, nicht wahr? Okay. Egal, wir wissen schon mal, dass es ein Trampolin ist. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Okay, instant nach links, Trampolin mitnehmen und dann lassen wir die nochmal nach unten kommen. Ich hoffe, es klappt. Ja! Weil die sind ganz schön verdammte Kacke schnell. Okay. Nächster Troll, du darfst die P-Switches hier nicht betätigen, ansonsten hast du ein Problem. Okay, es beginnt auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann noch gar nicht sagen, wie lang dieses Level ist. Gar keine Ahnung. Es könnte halt wirklich gefühlt alles sein, ne? Wichtig ist einfach nur, dass wir die P-Switches wegwerfen und die nicht aus Versehen irgendwie betätigen. So, das funktioniert... Nein! Verdammt! Nein, das war so klar. Oh Mann. Ich wollte gerade auch nur diesen Trampolin abholen. Das Trampolin. Okay, wir sind oben angelangt. Und mit dem kommen wir zur ersten Münze. Ich habe aber tatsächlich Schiss. Warte mal, muss man jetzt wirklich diesen P-Switch aktivieren? Wir haben dort oben schon mal die zweite Münze. Die können wir ja schon mal abholen auf süß. Okay, ich hoffe nicht, dass wir nochmal getrollt werden. Aber eigentlich müssen wir... Nee. Ich glaube, den müssen wir gar nicht aktivieren. Warte mal, ich habe eine Idee, weil wir kommen ja sonst gar nicht rüber. Wir machen jetzt diesen hier. Alter Vater, das war so ein IQ-500er-Move gerade von mir. Holy shit. Okay, ich bin gerade in einer guten Mut, um dieses Game zu spielen. Trollblock? Kein Trollblock. Scheint kein Trollblock zu sein. Okay. Ah, warum sagt mir mein Gefühl, dass ich da nicht gegenspringen sollte? Oh mein Gott, es sind so viele Wege.
Warte, Pfeil nach unten. Ja, okay, da wird eine Röhre drin sein. Was ist das für eine Tür? Ach, Bro, Sebi, mach doch nicht diesen. Und ich muss jetzt alles wieder von vorne spielen. Haha, nee. Also, wir merken uns, die Tür ist schon mal falsch. Das ist schon mal nicht richtig. Oh, das war ja voll smart, dass wir so schnell gewesen sind. Wir haben jetzt 6 von 9 Münzen. Vielleicht müssen wir nicht alle Münzen eins. Ja, wir können das Level cheesen. Es gibt deutlich mehr Münzen als gedacht. Okay, kein Problem, wir rennen durch. Jetzt habe ich allerdings ein bisschen Schiss, hier runter zu jumpen, weil ich keinen Plan habe, was genau hier passiert. Ist das eine... Okay, ich wollte gerade sagen, ist das... Nein! Nein! Eine Reset-Tür. Oh, das ist ärgerlich. Das ist so ärgerlich, wenn das passiert. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht gewollt war, dass man diese Münzen mitnimmt. Warte mal, wir probieren das Level zu cheesen. Weil eigentlich bekommen wir... Nein! Oh, warum bin ich so blöd? Eigentlich bekommen wir da nur eine Münze und mit den 4 haben wir einen bösen Vorteil. Und Gouda Cheese ist mein Lieblings-Cheese. Junge, das ist kompliziert. Okay, here we go again. Ah, das sind gar nicht mal so einfache Sprünge. Ich habe in meinem Troll-Level tatsächlich auch solche Stacheln drin. Das ist schon recht fies, weil man da immer leicht gegenjumpen kann. Moment mal, unten ist auf jeden Fall was. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendein Boden ist oder so. Ja, okay, probieren, ne? Ob da irgendein Boden... Ah, da ist wirklich ein Boden, cool. Jetzt muss ich nur noch überleben. Das hat gut geklappt. 7 Münzen haben wir. Okay, kommen wir hier auch wieder nach oben? Tatsächlich ja. Nur Vorsicht, dass wir nicht hops genommen werden von irgendeiner Piranha. Egal, scheiß drauf. Ich meine, Kacke. Okay, weil mal da unten ist auf jeden Fall noch eine Münze. Da kommt man sogar ran. Okay, was stimmt mit dieser Münze nicht? Egal, ich gehe ran in der Hoffnung, nicht getrollt zu werden. Guck mal, da hinten ist schon das Ziel. Da ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Wir müssen das Level neu starten. Ah, Softlocks sind aber böse. Okay, diesmal wissen wir, die Münze da unten ist auf jeden Fall tabu wie das Spiel. 2 fehlen allerdings noch und 2 Röhren haben... Ach, das kann nicht sein Ernst sein. Oh, nein, halt der Maul. Bro, ich bin einmal in diese Mini-Lücke reingefallen und direkt werde ich bestraft. Wir können aber auf jeden Fall, glaube ich, schon mal in dieses Labyrinth da reingehen. Wir lernen gerade sehr viel über dieses Level. Und jedes Mal beim kleinen Fehler muss ich das gesamte Level von vorne starten. Aber wie gesagt, so langsam aber sicher komme ich in den Flow rein. Vor allem mit den One-Ups hier vorne. Klar, es ist irgendwo ein bisschen nervig. Aber nichtsdestotrotz natürlich kein Problem, wie Apache sagen würde. Bisschen meditieren, vor allem viel meditieren in solchen Leveln. Na, und dann kriegt man das auch schon irgendwie hin. Die nächsten Sprünge sind nur ekelhaft. Hier habe ich immer Schiss, paar Fehler zu machen. So, wir gehen hier rüber. Hoffentlich kein Trollblock. Kein Trollblock, okay. Und dann können wir einfach... Ja, Scheibenkleister verkackt, ne? Jetzt keine Feuerblume. Oh nein, ich habe Schiss. Ich will nicht springen. Ich sperre mich nur selber ein hier unten, oder? Warte, ein Pilz. Ja, aber das bringt mir ja gar nichts, weil ich kann mich ja nicht... Nein, das war der Troll, ne? Moment, irgendwie... Kriegen wir irgendwie die Bewegung hin? Nein. Junge, was will dieses Level von mir? Nein, ich kann nicht mehr. Ich würde sagen, wir probieren auf jeden Fall nochmal diese Passage hier aus, weil hier gab es auf jeden Fall eine Münze. Bloß nicht runterfallen, das ist wichtig. So, da kommt man irgendwie ran. Irgendwie funktioniert das. Mit der Feuerblume, die jetzt exakt nach oben kommt, perfekt. Dann können wir uns schon mal den Weg hier frei machen auf süß. So, exakt so, geil. Wir springen rein. Warte mal, da haben wir alle Münzen. Nein! Oh nein, ich bin so blöd. Warum bin ich eigentlich so ein dummer Vollidiot? Ja, egal, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Münze. Das ist kein... Nee, wir sterben, ne? Wir verrecken. Du fällst da runter und dann verreckst du einfach, oder? Ja, es war so klar, dass das passieren wird. Also man muss auf jeden Fall mit genügend Schwung hier rüber. Aber das ist ein neuer Weg, den man ausprobieren kann. Ich habe doch eine smartere Idee. Wir gehen einfach als kleiner Mario hier lang. So, zack, wir haben jetzt alle Münzen komplett, so komplett. Wir dürfen uns nur nicht zerquetschen lassen, ne? Und dann ist alles eigentlich in Anführungszeichen easy. So, zack. Kriegt man diesen Sprung hin? Ja, safe. Okay! Wozu ist diese Tür da? Da ist eine Röhre, es gibt zu viele Wege. Also, wenn wir es jetzt schaffen, ins Ziel zu kommen, das... Oh, Mann!
Wir müssen nur noch das Ziel finden. Okay, so, warte mal. Ich glaube, die Röhre könnte richtiger sein als, keine Ahnung, die Tür. Ist hier noch ein Block? Nein. Okay, warte mal. Ist hier oben irgendwas? Irgendetwas irgendwie? Da ist auf jeden Fall eine Ranke. Vielleicht müssen wir es doch schaffen, mit einem Pilz hier durchzukommen. Erstmal, die Röhre ist fake. Ja, natürlich ist die Röhre fake. So, wir probieren die Tür. Der einzige Weg hier. Ja, ich verstehe es nicht. Also, muss... keine Ahnung. Bro, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo es lang geht. Ich weiß nicht. Aha. Schaut mal, Freunde. Es geht auf jeden Fall hier oben entlang. Und hier ist eine Röhre. Und die wird doch safe richtig sein, oder? Guck mal, wir haben jetzt sogar 8 Münzen. Das bedeutet, eine vercrackte Münze fehlt. Und natürlich sind am Ende noch ein paar Stacheln hier hinter. Natürlich! Ich habe Real Talk nur noch eine Idee. Und zwar, dass wir hier irgendwie exakt so rausspringen. Wir haben's. Freunde! Das war die Lösung. Oh, das war jetzt freaking anstrengend. Heilige Makrele. Ey, ich saß hier, ich habe so lange gegrübelt und saß hier so lange rum, keine Ahnung, 30, 40 Minuten um den Dreh, weil ich einfach nicht wusste, wie man exakt dieses Level löst. Jetzt haben wir noch ein Problem, wir müssen ins Ziel kommen. Aber normalerweise könnte man doch jetzt so nach oben jumpen, oder? Exakt so. Und wir werden auch nicht von diesen Stacheln hops genommen. Das war ein krasses Level. Ich muss trotzdem bei der Bewertung so ein bisschen abziehen, weil es mir zu viele Softlocks gewesen sind. Aber dem Ganzen gebe ich doch stabile 3,5 von 5 Kugelschreibern. Yeah. Oh. Und zum Abschluss heute haben wir einmal Troll 1. This is my best level so far von A-Lo. Ja, gucken wir mal. Das Level kann man in 30 Sekunden abschließen. Und dazu wurde geschrieben, das ist ein Troll-Level, wo es scheint, als gibt es keinen Ausweg, aber du ein bisschen schießen musst, um zu entkommen. Also ein bisschen auf Yoda angelehnt. Und natürlich ist dieses Troll-Level genauso wie das vorherige. Das macht Spaß, nicht wahr? Okay, wir müssen ein bisschen schießen. Scheint so, als ob es keinen Ausweg geben würde. Okay. Also der erste Cheese-Weg wäre erstmal mit so einem Trompety-Trump-Trump. Hoffentlich kein Double-Trump. Okay, das war schon mal einigermaßen in Ordnung. Aber hier sind wir schon gesoftlockt und das macht viel Spaß. Kappa! Also wie gesagt, 30 Sekunden. Ne? That's the way to go hier. Boah, kein Plan. Gibt viele Wege, ne? Sehr viele. Und zack, wir gehen wieder nach oben. Sollten aber aufpassen. Die Frage ist, ob wir diesen... Ja, den Paul können wir jetzt eh nicht mehr mitnehmen. Schade, Marmelade. Wir gehen erstmal durch die Tür und wurden hops genommen. Vielleicht nehmen wir den Paul oben doch mit. Wir sollten einfach instant durchlaufen und können dann dementsprechend mit dem Atzen nach oben den, Paul mitnehmen. Boah, das war gar nicht mal so einfach, der Sprung. Ich sag's, wie es ist. Und dann sind beide weg. Okay, ich hab Schiss. Jetzt zu dieser Red Coin zu jumpen. Ah, guck mal, da ist schon so ein riesiger Bolzen. Wir nehmen den aber trotz dessen mal mit. Du kommst hier nicht raus, ne? Warum müssen alle Level, die wir heute spielen, so... Ah, okay, nicht alle, ne? Das wär blöde in Schubladen denkend. Aber guck mal, wir haben schon mal einen richtigen Weg gefunden. Wir nehmen den Pau hier oben mit. Wie gesagt, der Sprung ist gar nicht mal so einfach. Hab immer Schiss zu verkacken, kein Problem. So, wir gehen erstmal oben entlang, bevor wir durch diese blöde Tür gehen. Hallo, ist hier eine Röhre? Ja, Standardversteck Nummer 1. Schöner Versuch, aber nicht mit mir. Nicht mit mir an der Stelle. Schöner Versuch, da konnte man sich tatsächlich noch retten. Sieht man auch gar nicht mal so oft. Okay, wenn das Ding zurückgeht. So, zack. Oh mein Gott, ich werde angerufen. 2 Stunden später. Okay, weiter geht's. Och, Digga, das kann nicht sein. Ey, wie soll man denn an beide roten Münzen rankommen? Das geht... Ey, warte mal. Also wir haben die eine Tür noch nicht ausprobiert. Die habe ich ganz strikt übersprungen. Woran das wohl lag, man kann aber auf jeden Fall wieder nach oben. So, was finden wir hier drin? Eine Red Coin. Das ist jetzt die gute Frage, wie wir an die andere rankommen. Cheesen. Es wird verlangt, dass wir dieses Level cheesen. Hätten wir beide Red Coins, wird es funktionieren. Puh. Also ich befinde mich exakt wieder hier. Ich check aber nicht so ganz. Warte mal. Ah, nee, die riesige Shell hätte man nicht mitnehmen können. Weil guck mal, jetzt ist prinzipiell alles weg. Okay, weil wenn wir jetzt durch die Tür gehen, haben wir hier einmal diese wunderbare Ready Coin. Und, das ist ärgerlich. Warte mal, ich glaube, ich checke, wie man das machen soll, oder? Warte mal. Ah, wir haben jetzt den Schlüssel. Vielleicht kriegen wir das mit so einem... angewinkelten Jump. Ja, das geht, glaube ich, wirklich, ne?
Junge, heute ist wirklich der Plan. Nein! Ich glaube aber, dass man so angewinkelt hier rüber jumpen muss irgendwie. Ne, dass man nicht von unten kommt. Ja, warte. Okay, das hat nichts mit Schießen zu tun. Ich durchblick das Level. Heute habe ich den Durchblick, wie bei Sniper-Schützen. Zack, einmal das hier, zack, wieder zurück. Es ist ganz wichtig, währenddessen immer häufig zack zu sagen. Das war richtig dämlich. Ja, ich habe verschissen. Wie gesagt, wenn ich glaube, wenn man so hier rüber jumpen würde, dann kann man es schaffen. Jawohl, habt ihr das gesehen, Freunde? Viel zu köstlich schmächtlich, was hier gerade passiert ist. Und wenn wir das Ding jetzt überleben, dann läuft's, würde ich mal sagen. Ne? Dann läuft der Hase. Okay, wir lassen einmal die Bolzen hier wieder Bolzenarbeit betreiben, auf ganz süßer Basis. Okay, und jetzt haben wir hier die Tür. Wir müssen jetzt vor Trolls aufpassen oder... oder sonst was. Okay, wie lange geht dieses Level? Nein. Wir haben es geschafft. Alter, ich hatte ganz kurz Schiss, dass jetzt noch irgendwelche Stacheln oder so da sind. Aber Freunde, das waren wieder wunderbare Community-Level hier auf ganz süßer Basis. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Sau cool, hat Fun gemacht. Ich gebe dem Ganzen 3 von 5 Red Coins. Das war cool. Cool. Du hast direkt Bock auf weitere Community-Level im Mario Maker? Dann kann ich dir dieses Video empfehlen, denn dort habe ich eine komplette Community-Trollwelt gespielt. Und die hatte es wirklich in sich, denn es gab beispielsweise unsichtbare Trumps und das habe ich noch nie gesehen. Von daher, viel Spaß beim Video!